Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Und wenn eine Kritik, die immer mal wieder auf mich zugetragen wird, was unseren Blog angeht, wo ich wirklich recht geben muss, ist, dass es ein bisschen wenig Fisch ist, ja, ein bisschen wenig Koi um das, was es eigentlich geht. Wir besuchen immer die Teiche, zeigen die Teiche, die Filter, zeigen dann noch die, machen noch eine Wasseranalyse. Dann haben wir unsere Zuschauerfragen, wo es auch immer ums Management geht. Aber mit den Koi haben wir halt das Problem, dass dann, wenn wir Koi in der Anlage haben im Sommer, das sind in der Regel zu 99,9% sind das Kundenfische. Da wollen wir natürlich da jetzt nicht im großen Stil da Hektik reinbringen und noch blocken und machen und tun. Da wollen wir die Tiere einfach schonen. Und dann haben wir halt momentan das Problem, dass wir jetzt seit oder die zweite Saison nicht nach Japan können im Herbst. Und das war halt immer das Herbst-Highlight, wenn wir da drüben waren. Und wann sind die Koi-Blocks am geilsten? Wenn die Fische am geilsten sind. Und wo sind die Fische am geilsten? In Japan sind sie am geilsten so. Aber, und darum bin ich heute unter anderem bei Dirk, wir haben einen Teich, wo wir zumindest, was Kawarimono angeht, richtig glotzen können. Nicht nur in Größe, sondern auch in Qualität und Körpervolumen. Und darum werden wir jetzt hier 1, 2, 3 Blocks, keine Ahnung, wie viel wir machen, sowohl von denen, und so geht es in dem heutigen Blog los, von denen, die gerade die Nachwüchsigen sind, also die, wo jetzt gerade groß werden, als auch die, die schon Monster sind. 4 Stück hat er über 1 Meter, vielleicht ist ein 5. oder ein 6. dazugekommen. Da schauen wir einfach, aber so für alle, die die Koi-Blocks ein bisschen vermisst haben, werden wir jetzt in den nächsten 1, 2 Tagen werden wir Gas geben und werden ihnen richtig, richtig geile Fische, geile Koi zeigen. So. Jetzt mache ich die Kamera kurz aus, dann fangen wir immer ein, messen den, setzen ihn dann da runter und dann schauen wir, wie groß der ist und was er gemacht hat. Also, Konishi kann keine Go-Sacken, hat mal irgendjemand gesagt oder hat es, glaube ich, im Internet geschrieben. Das ist so nicht wahr, ja? Weil hier, das ist eine Top-Qualität, Top-Body, kam am 5. Juni mit 66 cm hier an und wurde jetzt gerade vor Zeugen auf 72 cm gemessen. Hat aber auch die perfekte Körperform, Riesenkopf, Riesennacken, Schulterpartie, richtig schön lang. Also da bin ich mir sicher, die 85, 90 cm sind gar kein Problem. Übrigens werden wir demnächst bei Holge sein. Der hat wirklich Karashi Kohaku mit 93 cm, 94, glaube auch 2 Stück über 90. Wahnsinn, habe ich heute Makoto auf dem Hochweg hierher erzählt und dann sagt er, so geil, ne? Das heißt so viel wie gut, gell? Und der hier ist richtig, richtig geil. Also da werden wir noch die nächsten Jahre Spaß mit haben. Schwarz auch super. Und jetzt darf der zurück. Ging ganz schnell und schadlos. Top. Hier ein Wahnsinns Ginrin Chagoi. Der ist zu uns gekommen als Nissai mit 50 cm roundabout. Kommt aus der Ginrin Ochiba Blutlinie. Und würde jetzt, wenn er im Herbst abgefischt wird, in Japan werden würde, würde er 5, ist aber erst 4,5, 2017 geboren und hat dieses Jahr im Sommer 4 cm gemacht. Ist Wahnsinn, 4 cm muss ein Fisch mit der Größe und vor allem mit dem Volumen erstmal machen. Und da habe ich gerade beim Rauskeschern, habe ich schon gesagt, Dirk, der geht jetzt zu den Großen rüber. Das ist jetzt der typische Koi von Volumen, Größe, Wachstumsgeschwindigkeit. Den muss man jetzt vor sich selber schützen, weil ich weiß, ich kenne den Fisch, der war bei uns ein Jahr lang in Becken 7, der ist verfressen. So, Dirk sagt es gerade, der frisst wie blöd und der würde sich jetzt im Prinzip ruinieren. Das wäre so der klassische Kandidat, auch von der ganzen Körperfülle. Der ist noch nicht fett, ja, der ist jetzt noch perfekt, aber das ist der klassische Kandidat. Der macht es 2, 3 Jahre mit und irgendwann fliegt dem der Schütz. Aber ein Traum-Koi. So was wünscht sich jeder im Teich. Dirk hat's, ich nicht. Toll. Und darum setzen wir ihn jetzt rüber. Ciao. Also der Kollege hier, genannt der Inder, weil er den roten Fleck am Kopf hat, hatte 80 cm und er hatte gerade auch Kiemenbluten. Wir machen gerade frisch Wasser in die Messwanne. Und Dirk hat keine Ruhe gegeben, bis das Wasser wieder klar war, weil er mir nicht geglaubt hat, dass er jetzt 89 hat. Er hatte letztes Jahr 80, wird jetzt 5-jährig. Und ich habe noch, als wir ihn rausgefangen haben, habe ich gesagt, erwart vielleicht nicht zu viel, weil diese dunkle Farbe manchmal nicht so schnell wächst wie die anderen. Er sagt, ist ein ganzer Stolz. 61 cm war er, als er ihn als Nissai gekauft hat. Wie gesagt, jetzt ist er 4,5. In der Koi-Sprache 5-jährig.
und der macht seinen Meter. Das ist jetzt so ein Wackelkandidat. Ich habe gerade gesagt, er kommt hier rein. Und dann sagt Dirk, ja, aber der ist nicht fett. Nein, fett ist er nicht. Aber ganz ehrlich, wenn ich ihn jetzt schonen kann und einfach sage, ich brauche ein Jahr länger, um ihn auf einen Meter zu machen, wenn ich schon so viele Meterfische habe. Also das wäre jetzt wirklich meine Empfehlung, ihn jetzt in den Seniorenteich zu setzen. Man kann ihn ja vielleicht nächstes Jahr mal einen Monat zu den Junioren tun und dann wieder zurück. Aber mega Tier und gigantische Kopfform, Körperlinie. Also der ist perfekt von allen Belangen. So, Dirks Traum war immer ein gelber Nanashi, also weiß mit gelb, mit geilem Körper. Und bei meiner letzten Japan-Reise im November 2019 hat Konishi dieses Teil gehabt. Und ohne jetzt gleich an Dirk zu denken, habe ich zu Konishi gesagt, den will ich haben. Aber jetzt raten Sie mal, was eine der Lieblingsvarietäten von Konishi ist, diese weißen Nanashigoi. Das Gelb auf dem Maul, in den Flossen, hier am Körper kriegt das überall. Dirk ist gekommen. Dirk sagt gerade, es ist neu gekommen. Ich kenne es auch nicht. Ich bin gerade stinksauer mit dem Viech. Entschuldigung, das dürfen Sie jetzt nicht. So, ich finde es völlig geil. Dann kam der mit 59 cm aus Japan bei mir an. Und der war wirklich sehr, sehr teuer, der Fisch. So, dann hat ihn Dirk gesehen. Der hat sofort zugeschlagen und hat ihn gekauft. Ein Jahr Aufzucht, damals haben wir das noch angeboten. Und dann ist er, damals war er 62, ist er in der ganzen Aufzuchtsaison von 62 auf 65 cm gewachsen. Und hat ausgesehen, als würde es ein Shortbody. So. Als ich ihn gerade gesehen habe, habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Jetzt fängt er tatsächlich wieder das Wachsen an. Und jetzt haben wir ihn gemessen und jetzt hat er tatsächlich 7 cm gemacht. Und wir haben ihn, muss ich auch dazu sagen, ich habe ihn Dirk selbstverständlich geschenkt dann. Ich habe gesagt, du, das ist jetzt nicht die Qualität, die du bezahlt hast. Das ist logisch, da stehen wir dafür ein. Das ist die Top-Klasse. Und jetzt wächst er nicht nur, sondern kriegt auch hier überall die orangenen Flecken. Aber das ist einfach das Thema. Manche Fische fühlen sich in manchen Umgebungen nicht wohl. Dann fressen die zwar, machen tun, aber wachsen nicht. So. Und genau das war bei dem hier der Fall. Und jetzt fühlt er sich hier wohl, sichtlich wohl. Und hat erstmal von Juni, Juli, August, September in 4 Monaten 7 cm gemacht. Das ist wirklich richtig, richtig geil. Jetzt habe ich mir gerade auch noch von dem den Schleim an die Nase geschmiert. Du riechst nach Fisch, mein Freund. Echt geil, super, freut mich. Der gehört ja eigentlich mir. Du kriegst Rotwein dafür. Ich krieg Rotwein dafür. Alter, du weißt nicht, wie viel ich saufen kann. Der Flurschaden, der hier heute angerichtet wird. Ich rufe Mirko an, der ist bei den Helikoptern Notfallmediziner, der fliegt mich raus morgen früh. Hubschrauber-Einsatz.